2000 Euro steuerfreier Hinzuverdienst für Rentner ab sofort. Millionen Silverworker sollen die Rente retten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die CDU schlägt mit sofortiger Wirkung einen steuerfreien Hinzuverdienst für Rentner vor. Die CDU stellt folgende Fragen: Wie können wir Rentner oder Pensionäre als Fachkräfte am Arbeitsmarkt halten? Wie können wir Berufstätigkeit auch mit 67 oder später noch attraktiv machen? Wie halten wir unser Land am Laufen, wenn bis 2035 7 Millionen Arbeitskräfte der Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen? Die CDU setzt auf die sogenannte Aktivrente als einen wichtigen Baustein für die gesetzliche Rentenversicherung. Und jetzt kommt die Kritik der CDU. Die Bundesregierung setzt allein auf Fachkräftezuwanderung. Sie unterschätzt und vernachlässigt das inländische Arbeitskräftepotenzial. Zu viele Jüngere sind ohne Abschluss. Die Erwerbstätigkeit von Frauen muss gestärkt werden. Wir haben die Älteren, so die CDU. Also ist ja eine ganz tolle Ansage von der CDU. Die CDU will mit dem Konzept der sogenannten Aktivrente ältere Menschen gewinnen, die neben der Rente arbeiten sollen. Viele Ältere würden gerne weiterarbeiten, aber es muss sich natürlich für diese lohnen, ganz klar. Die CDU will deshalb Hinzuverdienst zur Rente steuerfrei machen, und zwar bis 2000 Euro pro Monat. Im Jahr sind das 24.000 Euro. Der Verfassungsrechtler Kirchhoff, vielen bekannt noch als der Mann, der mit Friedrich Merz vor gut 20 Jahren die sogenannte Steuererklärung auf dem Bierdeckel einführen wollte, sagt, der Vorschlag ist machbar. Denn der Steuerfreibetrag oder den Steuerfreibetrag soll es erst ab einem bestimmten Lebensalter geben. Die CDU will die Aktivrente spätestens nach der nächsten Bundestagswahl umsetzen. Ich sage, warten wir es mal ab, ob es wirklich so kommen sollte. Ich finde, der Vorschlag ist so nicht schlecht, aber ich sehe da ein klitzekleines Problem. Wenn wir nur den Rentnern ab einem bestimmten Lebensalter diesen Steuerfreibetrag gewähren, dann stellt sich die Frage, was ist denn mit den Arbeitnehmern, die bis zu diesem Lebensalter dann beruflich tätig sind? Sollten wir denen nicht auch dann einen Steuerfreibetrag auf ihr monatliches Einkommen bis 2000 Euro geben? Verfassungsrechtlich ist das schon höchst bedenklich, dass die CDU hier die Gruppe der Rentner bevorzugen will. Nochmals, der Vorschlag ist so nicht schlecht. 2000 Euro steuerfrei, ja, warum nicht? Wenn es hilft und wenn es der gesetzlichen Rente hilft, ist es keine schlechte Idee. Näheres zum Thema Aktivrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.